So, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sessions heute Nachmittag. Heute oder jetzt erzählt euch der Daniel, war richtig, ne? Der Daniel etwas über WordPress On-Page-Optimierung. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich erstmal, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Erstmal ein kleines bisschen was zu mir. Ich bin Webentwickler, mache viel mit SEO. Ich sage gleich, ich sehe SEO ein bisschen anders, weil das ist nämlich das, was immer so, alle sagen immer so SEO, boah, macht irgendwas mit Links oder macht irgendwie komischen Scheiß. Machen wir nicht. Wir machen das viel cooler. Wir versuchen das immer ein bisschen besser aufzubauen, dem Nutzer quasi wirklich zu seinem Ziel zu führen, wo er hin will. Ne? Also ein bisschen aus Nutzersicht das Ganze, dass man halt ein bisschen besser arbeiten kann. Weil wenn man sich auf vielen Seiten bewegt, ist immer so, kommst du drauf und immer so, was ist denn das? Und jetzt weiter, was mache ich jetzt? Also fehlt halt oft so ein bisschen Struktur. Das ist immer ein bisschen schade. Ja, nebenbei beschäftige ich mich noch ein bisschen mit Social Media, mit dem Leipziger WordPress Meetup. Das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ist immer so, lernt man immer neue Leute kennen. Ist auch mit Robert immer sehr interessant, wenn wir uns dann vorher und hinterher austauschen. Ja, bin halt so ein bisschen neu in der WordPress-Welt, offiziell, sage ich mal. Das ist mein erstes WordCamp als Speaker. Das erste Mal so Premiere. Ah, danke. Wir haben auch gar nicht richtig angefangen, seid vorsichtig. Also, was wir heute definitiv nicht machen, ist Linkaufbau. Google AdWords ist auch nicht so das Thema, was dazu passt. Google Analytics kann interessant sein, hat erstmal wenig mit On-Page-Optimierung zu tun. Rechtliches ist auch immer relativ schwierig, mag auch keiner. Ne? Datenschutzgrundverordnung hat auch irgendwie gerade jeder auf dem Tisch, ist auch nicht so toll. Und Wahrsagung liegt mir auch nicht ganz so, meine Glaskugel leider in Leipzig liegen lassen. Das ist halt, kann man nichts machen. Was wir aber heute wirklich machen, ist mal knallhart On-Page-Optimierung, mal so ein bisschen darauf achten, dass die Struktur stimmt, weil oft sind es die kleinen Fehler, die es ausmachen. So ein bisschen das Zünglein an der Waage. Sieht man bei Kunden sehr oft. Wenn man halt guckt, dann kann man so mit kleinen Hebeln relativ viel bewirken. Dann geht es halt erstmal um den wirklich technisch richtigen Aufbau einer Seite. Es fängt halt wirklich bei so vielen Sachen an und hört halt irgendwie bei so ganz, ganz kleinen Dingen auf. Es ist ganz unterschiedlich. Strukturell ist mir persönlich sehr wichtig. Überschriften, all sowas halt, ne, dass man das halt so ein bisschen in schön macht. Immer die schöne Frage, die immer wieder kommt, ist Content King? Ist das wirklich so? Ist es nicht so? Und was viele Leute vergessen, gerade wenn sie beruflich im Web unterwegs sind, was ist denn dein Markt? Was sind denn so, was ist denn eigentlich so, wo willst du denn damit hin? Oder was willst du denn, wo willst du denn deine Leute herkriegen, die auf deiner Seite unterwegs sind? Bei dem technisch richtigen Aufbau sage ich gleich, wir können nicht alles behandeln heute. Das ist so völlig normal. Aber so ein bisschen, so ein paar Sachen, mal so ein bisschen auf was eingehen. Ich würde dann auch gern noch die letzte Viertelstunde dazu nutzen, vielleicht, wenn sich einer traut, mal on-page-mäßig seine Seite rauszurücken. Dann gucken wir mal drüber und nehmen sie ein bisschen auseinander und schauen mal, was so, was gut gemacht ist und was vielleicht nicht ganz so gut gemacht ist. Kann eigentlich jeder von lernen. Deswegen machen wir in Leipzig auch gerne die SEO-Site-Klinik. Das machen wir in einem Coworking, da kommen die Leute einfach dann zu uns, sagen so, hier, guck da mal drüber. Und dann haben wir halt meistens auch so 10 Leute da, und fleißig mitschreiben und dann werden halt die Seiten wirklich mal von A bis Z einmal durchgeguckt. Da kommt für die meisten Leute eigentlich immer recht viel bei raus, weil man natürlich von jeder Seite lernen kann. Man hat immer so seinen speziellen Markt, gibt immer so ein paar Unterschiede, aber oft ist es halt einfach schon gleich falsch gemacht bei den meisten. Alle reden immer von Sicherheit, ne? Das kennt er, glaube ich, schon. Sagt irgendwie, glaube ich, jeder in seinem Talk, achtet auf die Sicherheit eures WordPress. Beim Theme ist es oft so, gerade die Entwickler sagen halt dann immer gerne so, ja, das muss schon was Selbstgebautes sein, damit es halt irgendwie gut ist. Es gibt auch gute, fertige. Ich mag halt so diesen einen sehr großen Anbieter mit sehr vielen Themes zu einem Spottpreis nicht ganz so. Ich sage jetzt keinen Namen, aber ich glaube, das kennt auch jeder. Bin ich nicht so der Fan von. Gibt es ein paar gute, nicht viele, aber beim Theme scheiden sich halt wirklich immer ein bisschen die Geister. Wenn man da ein bisschen darauf achtet, dass der Code ein bisschen sauber ist, dann geht das eigentlich schon. Teuer muss nicht immer gut sein, hilft aber meistens, mehr als 30 € auszugeben, aus meiner Sicht.
Du schüttelst mit dem Kopf, das ist total okay. Die werden aber oft vernachlässigt. Also gerade so im Business sagen halt die meisten Leute dann doch so, kostenlos nehmen wir nicht. Da ist halt so diese... Achso, auch noch. Schön. Das sagst du mir jetzt. Sehr gut. Viele Leute vergessen aber bei ihrer Website auch immer die Umleitung. Man löscht ja mal was oder es verändert sich was. Die Leute vergessen immer die Umleitung. Dann geht die Seite ins Leere und dann hast du halt das große Problem. Dann steht derjenige vor einem 404, vor einem... Dass du die alte URL auf die neue URL umleitest. Genau, zum Beispiel. Oder es ändert sich ein Seitentitel aus irgendwelchen Gründen. Kann auch passieren. Dann sollte man halt wirklich auf die Umleitung achten. Weil wenn das ins Leere führt, ist der Nutzer am Ende weg. Das ist einfach so. Caching und Ladezeiten, ja, hatten wir vorhin auch schon mal in einem Talk gehört. Ist halt auch wichtig, ist halt auch definitiv ein Ranking-Faktor. Wer seine Seite über 4 Sekunden hat, ist definitiv raus aus dem Ganzen. Der kann sich dann schon mal zur Ruhe setzen. Von daher, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es grundsätzlich alles, was so bei 700, 800 Millisekunden liegt, echt top ist. Was so bis 1,2 Sekunden geht, kann man noch mitnehmen. So, aber alles, was da drüber ist, hast du eigentlich verloren. Bist du eigentlich raus. Ja, bei der Sicherheit, ne, ist halt immer wichtig, SSL-Zertifikate werden mittlerweile auch bewertet. Hat man auch schon ganz oft gemerkt, dass es einfach mittlerweile auch ein Ranking-Faktor ist. Jetzt kommt ja mit uns hier noch die Datenschutzgrundverordnung. Da wird, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen was nachgeschoben. Da wird auch Google noch mal ein bisschen was tun. Schauen wir mal. Unerlaubter Zugriff, ja gut, das sind alles so Sachen, ne, da muss man halt immer ein bisschen drauf achten. Datenschutz, logisch, dass man da halt einfach so ein bisschen hinguckt. Genau, bei den Themes hatten wir gerade schon, das mit dem Strukturieren finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil wenn du dann halt ein Theme hast, wo ein Page-Builder drin ist oder so, die bringen halt immer ein bisschen Codelast mit. Das muss man halt bedenken. Wenn du dann halt nur einen Text mit 2000 Wörtern oder so hast, dann ist halt dein Code immer noch so groß und dein Text immer noch so viel. Und das muss ja alles irgendwie mitgelesen werden. Das ist halt immer da ein bisschen drauf achten, dass er möglichst klein haltet vielleicht das Ganze. Und dann schaut man einfach mal. Genau, die Umleitung, was wir eben schon hatten. Entscheidet euch bitte für eins, mit www oder ohne www. Ich mag mit www, weil das einfach irgendwie so gelernt ist. Wenn man das halt so, vielleicht auch sagen wir so bei der mittleren, älteren Generation, sieht man immer, die tippen immer www. ein. Ist halt einfach so, ist halt so drin. Finde ich völlig in Ordnung. Ich mache es nur so, alle Seiten, die ich baue, finde ich einfach ein bisschen schöner. Da muss man halt auch aufpassen, es kann passieren, gerade wenn man jetzt noch SSL aktiv hat, entsteht manchmal eine Umleitungsschleife, dann geht es so in 2 Schritten. Man geht technisch davon aus, dass du mit jeder Umleitung, die du drin hast, ca. 10% Leistung verlierst. Macht halt dann auf Dauer auch keinen Spaß. Ist immer schwierig. Was immer vergessen wird, machst einen Relaunch, alles ändert sich, die URL-Struktur ändert sich oder irgendeine Ebene kommt dazwischen oder so. Und plötzlich funktionieren halt die ganzen alten Links nicht mehr. Du hast in irgendeinem Forum mal irgendwie einen Link gekriegt, weil irgendjemand sagt, ah hier, guck mal, das ist passend zu dem Thema, schmeißen wir da hin. So, irgendwann führt der Link ins Leere, die Leute kommen zwar bei dir auf die Seite, finden es aber nicht. Haben dann da so ihre Probleme. Gibt es ein Plugin, das mir die Gibt es ein Plugin, das mir die Landingpages in meiner Site protokolliert? Weil nicht alle Seiten werden von extern aufgerufen werden. Genau, also gerade bei den Fehlern, ja, bei den 404s gibt es sowas halt. Nennt sich Redirection. Ist ein kostenloses Plugin, funktioniert sehr gut. Ist halt im Prinzip einfach die beste Empfehlung, die ich geben kann, weil ich es halt selber auch benutze. Ist halt ganz gut. Du kannst halt zumindest erstmal gucken, wo kommen deine 404s her und kannst sie dann halt entsprechend umleiten. Ja, das ist halt das Hauptproblem. Wenn sie halt schon passiert sind, ist halt blöd. Aber darauf kann man ja dann wenigstens reagieren. Im Normalfall sollte man ja vorher wissen, was man da getan hat.
Das wir ja, in der Lage wahrscheinlich so nicht. Also ich kenne jedenfalls keins. Vielleicht, weil ich auch noch nicht in der Situation war, dass ich darüber nachdenken musste. Vorher ein bisschen strukturierter rangehe. Genau. Viele achten immer auf diesen Google Page Speed bei der Ladezeit. Mag ich persönlich auch nicht, weil es einem, es gibt einem irgendwie zwar einen Näherungswert, aber es sagt einem eigentlich nicht so richtig, was da jetzt Sache ist. Und es ist auch immer schwierig, wenn dann bei Google bemängelt wird, dass da irgendwelche Ressourcen halt noch ein bisschen reduziert werden könnten und so. Das Blöde ist dann meistens nur, es ist dann immer das eigene Google Analytics und sowas. Weiß nicht, finde ich jetzt nicht so doll. Ich mag Pingdom sehr gern, weil es einem so eine Initialzündung gibt, was man so tun kann. Es sagt einem erstmal die Bildergröße. Wenn du dann natürlich irgendwie gleich 2-3 MB Bilder hast, dann weißt du natürlich auch, wo deine Ladezeit herkommt im Normalfall. Er sagt ja auch, wie viele Requests du hast und so. Da kann man halt so ein bisschen mehr rauslesen einfach. Der Informationswert ist höher. Und du hast ein schönes Wasserfalldiagramm, was dir zeigt, welche Ressourcen wann geladen werden und wie lange sie brauchen. Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass einfach dein Server zu langsam ist. Natürlich, ich habe einen Kunden, der hat 2000 unique Nutzer am Tag. Wenn der hier irgendwie auf so einem, sag mal, 2-Euro-Hosting irgendwo liegt, dann wird es halt schnell schwierig. Dann liegt es halt auch nicht unbedingt daran, dass die Seite schlecht ist. Das ist halt wahr. GT-Metrix kann natürlich auch eine ganze Menge. Kostet dann im Zweifel halt immer ein bisschen Geld, wenn man gute Tools benutzen möchte. Wenn man sich ein bisschen vernetzt, findet man eigentlich, glaube ich, immer mal jemanden, der da so irgendwie an ein Tool rankommt und einem mal kurz einen Report ziehen kann. Okay. Also wir benutzen bei uns zum Beispiel zur Performance-Optimierung Vorher-Nachher-Tests zum Beispiel, um zu gucken, wie die Performance ist. Webpage-Speed-Test. Okay. Sehr, sehr gerne. Und der große Vorteil ist, wir haben bisher noch keinerlei Kosten damit gehabt und du hast es ja gerade schon selber gesagt, gerade eben halt, was den Page-Speed bei Google angeht. Google interpretiert natürlich die Ergebnisse immer so für sich selber ganz gerne, was das Beste ist, aber nicht, was unbedingt das Beste für die Webseite ist. Und da kann ich dir nur zustimmen oder können wir dir nur zustimmen. PageSpeed ist da sicherlich nicht das Nonplusultra an PageSpeed-Optimierung. Ja, und das heißt halt auch nicht, nur weil du da irgendwie einen hohen Wert hast, der gut ist, dass du damit irgendwie jetzt groß was reißen kannst. Das sind so viele Faktoren. Ich habe noch eine Frage zu der Folie, die du davor hattest. Du hast für Weiterleitungen Redirect empfohlen. Mhm. Ich habe an der Stelle sehr gute Erfahrungen mit Yoast Premium gemacht, weil Yoast das dann tatsächlich automatisch macht. Ich denke, du meinst das gleiche Redirects-Plugin, was ich auch kenne, da musst du es von Hand machen. Ja, spart, gerade genau. Wenn du wirklich, wenn es eine kleine Seite ist und man nicht so super viel macht, ist es aus meiner Perspektive eine gute und vor allem auch kostenlose Lösung. Wenn man redaktionell viel tut und da auch viel Bewegung drauf ist, spart man sich bei dem anderen Weg viele Gedanken. Das ist sicherlich richtig. Also ich gesagt, Yoast Premium. Yoast. ich muss dazu sagen, ich selber benutze kein Yoast. Das kann durchaus sein, dass es das kann. Wenn ich kann halt nicht in jedes Tool reingucken. Ne? Und Yoast steht halt einfach aus irgendwelchen Gründen nicht auf meiner Liste. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum es da nicht steht, aber es ist halt einfach so. Mit dem Mikro. Also gerade bei einem größeren Redaktionsteam, wo dann auch Leute sind, die nicht technisch versiert sind, macht es tatsächlich Sinn, sich auch das Premium einmal anzugucken, weil es halt direkt automatisch sagt, es wurde ein Artikel gelöscht, ich habe eine Weiterleitung angelegt, guck mal, ob das Ganze so richtig ist. Ja, ist immer ein guter Tipp. Also ich meine, es gibt ja für die meisten Sachen immer viele Plugins, gibt dann halt immer wenig gute, ne? Und Yoast scheint ja mit zu einem der Plugins zu gehören, das sowieso sehr, sehr viel genutzt wird. Von daher. Ja, das war definitiv der Plan, auch mit denen nochmal zu sprechen. Ja, zum Caching hatten wir gerade schon mit Christopher das schöne Gespräch. Es gibt Leute, die schwören auf WP Rocket, es gibt Leute, die schwören auf irgendwas anderes. Ich habe mittlerweile für mich so ein bisschen rausgefunden, was sehr gut funktioniert, ist einfach Borlabs Cache. Ist eine schöne Sache. Da gehen die Meinungen komplett auseinander. Das macht jeder irgendwie ein bisschen anders. Ist halt einfach so. Also da würde ich mich jetzt auch um Gottes Willen nicht festlegen.
Es gibt so ein paar, die fallen für mich raus, aber das muss ich nicht laut sagen. Die Entscheidung kann jeder für sich selber treffen, weil man auch einfach so ein bisschen Erfahrung sammelt. Und da einfach vielleicht auch mal was ausprobiert und einfach mal macht. Das ist, ich mag ja dieses Testen einfach. Das machen, glaube ich, viel zu wenig Leute. Mal was ausprobieren und sich mal was trauen. Mal ruhig die Seite kaputt machen. Ja, Struktur, ne? So ein bisschen, so eine klare Linie ist immer schön, wenn man das so ein bisschen hat. Man kennt das so einige noch aus Bundeswehrzeiten. Ging es halt immer geradeaus. Ist manchmal nicht so schlecht, manchmal muss man auch um die Ecke denken. Kommt immer drauf an. Ganz wichtig ist halt einfach der Aufbau deines Inhalts. Macht euch vorher Gedanken, was ihr machen wollt. Es gibt auch viele Leute, die schreiben erstmal was zusammen und dann fangen sie an, da irgendwie so ein bisschen rumzuschieben und hin und her. Ist vielleicht nicht immer so das Sinnvolle. Muss man einfach mal gucken. Als kleine Anmerkung, gerade was du gerade sagtest fürs Testen, würde ich für diejenigen, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, noch mit reinwerfen, dafür, dass nicht solche Tests nicht auf der Live-Umgebung zu machen, sondern dafür mal eine Kopie von der Webseite anbieten. Viele Hoster bieten mittlerweile auch so ein One-Click-Staging, dass eine Kopie von vom Live-System gemacht wird. Also solche Tests sind super wichtig, da kann ich dir nur zustimmen. Aber bitte nicht auf dem Live-System, da können nämlich dann am Ende Sicherheitslücken durch entstehen, wenn man die Test-Plugins nicht löscht. Gebe ich dir völlig recht. Ich vergesse das halt immer den Leuten zu sagen, weil es ist halt so Standardwerk, man macht es halt irgendwie jeden Tag. Also so, du machst halt nie was auf einem Live-System im Normalfall. Ist halt ja, für den normalen Nutzer ist es natürlich sinnvoll, da mal drüber nachzudenken, das mal auf einer Testinstanz zu machen. Ist immer wieder ein Thema, so wenn man mit den Redaktionen zu tun hat, wo man so bei Kunden und so ist. Aber so, oh, was nehmen wir denn da für eine Überschrift? Soll sie jetzt irgendwie so clicky sein oder soll sie sinnvoll sein? Soll sie schön sein oder was soll denn dabei rauskommen so richtig? Ist immer so eine Sache. Auch da würde ich ruhig mal ausprobieren. Halt mal einen Text fertig machen, mal online bringen und dann einfach mal gucken, ob die so in der Suchmaschine und beim Nutzer funktioniert. Kann auch sein, dass die nicht funktioniert, dann versucht man es mal mit einer anderen Konstellation. Da muss man aber, glaube ich, wirklich immer gucken, was das für ein Thema ist, wie die Leute so reagieren. Sollte man relativ offen sein und sich auch nicht scheuen, das ruhig mal zu ändern. Mal einfach ein bisschen anpassen. Kurze Keyword-URL ist immer schön, weil die Leute auch sich sowas manchmal merken. Wenn du natürlich dann da irgendwie 5, 6 Begriffe hast und dann auch und, oder, dies, das drin ist, dann wird es auch schnell schwierig zu merken. Ein bisschen bei URLs darauf achten, was man immer wieder merkt, was wir zum Testen machen, wir streichen hinten Teile der URL weg. Im Prinzip, wenn du eine Ordnerstruktur hast mit 2 Unterebenen und du hast dahinter den Artikel, nimm mal das vom Artikel weg und dann solltest du in der 2. Unterebene landen und die sollte dir irgendwas anzeigen. Im Normalfall kommt ganz oft ein Fehler oder es ist einfach nichts da. Das ist bei Shops immer sehr gut, wenn die Leute dann so, ah ja, wenn ich jetzt hinten den Produktnamen wegnehme, komme ich ja auf die Kategorie. Funktioniert ganz selten. Sollte man sich ein bisschen mit befassen. Halt ruhig mal was wegnehmen, mal ein bisschen gucken, dass man da irgendwie dann wenigstens eine Inhaltsseite bietet oder wenigstens irgendwas, was umleitet zu einer Infoseite. Kurze Frage, wäre ein Redirect für die Kategorie sinnvoll oder eher abzuraten, lieber eine Content-Seite, wo man halt sozusagen wirklich drauf landet auf der Kategorie-Seite, wie du sagtest? Naja, die Frage ist, hast du in der Kategorie-Seite denn was? Normalerweise hast du ja da wenigstens die Produkte. Bestenfalls, wenn die nicht optimiert ist, frage ich halt, ob es eine Umleitung Sinn macht oder eher lieber eine Content-Seite aufgebaut wird, wenn sie denn nicht vorhanden ist. Sinn machen tut es nie, aber es könnte Sinn ergeben. Das muss man, glaube ich, wirklich im Einzelfall halt einmal gucken, wie es am besten passt. Wenn du aber schon mal da wenigstens Produkte hast und nicht ein 404 oder eine leere Seite, bist du schon mal einen Schritt weiter. Das ist halt am besten. Jo, hi. Ich mache auch schon seit Jahren, jetzt ein bisschen länger schon SEO. Ich habe meine These und vielleicht kannst du die bestätigen, vielleicht kannst du die aber auch verneinen. Also meine These ist immer die, wahrscheinlich hast du ja bei WordPress, du hast Schlagwortkategorien oder du hast Schlagwortarchive, du hast Datumsarchive und du hast auch Kategoriearchive. Und ich habe bisher immer die These gehabt, zu sagen, okay, wenn du einen Blog hast mit einem Thema, mit einem sehr spezifischen Thema, einem Blogpost mit einem sehr spezifischen Thema, du hast irgendwo so eine Kategorie, die heißt jetzt irgendwie oberbegrifflich, sage ich jetzt mal WordPress,
beschreibst über die Änderung XY in dem Gutenberg-Editor. So, dann ist ja der Gutenberg-Editor das Ding, wonach der User dann potenziell auch über die Suchmaschine sucht. Das heißt, er sucht ja nicht bei Google nach WordPress als übergeordnete Kategorie, sondern er sucht ja nach Änderung Gutenberg oder sonstigen Keywords, spezifisch zu dem jeweiligen Blogpost. Und meine These in dem Fall war halt immer zu sagen, okay, eigentlich brauche ich diese übergeordnete Kategorie gar nicht. Habe die also entsprechend auf nur, also habe die Kategoriearchive auf NoIndex gesetzt, weil ich gesagt habe, okay, das ist halt nicht die Seite, die ich jetzt als relevant für das jeweilige Keyword sehe, sondern habe die halt bisher in dem Fall immer nur als reine Navigationsebene betrachtet, dass der User halt eben die Möglichkeit hat, auf WordPress im Menü zu klicken oder sonst wo und dann halt eben eine Übersichtsseite bekommt, wo die Auszüge dieser jeweiligen Blogposts angeteasert werden. Und wenn er sich dann für ein konkretes spezifisches Thema interessiert, dass er eben dann darauf klickt und dann in dem Blogpost landet, der dann auch logischerweise indexiert wird. Ist das eine These, die du so untermalen würdest oder siehst du das vielleicht ganz anders? Wir machen das je nach Größe ähnlich. Also bei kleineren Projekten ist es meistens sinnvoller, die Kategorien auf NoIndex zu setzen, weil sie halt einfach nicht so groß sind und meistens wirklich irrelevant sind für die Suchmaschine. Es ergibt halt einfach keinen Sinn, die Kategorie zu indexieren, weil du da nur 3 Blogposts meinetwegen zum Beispiel drin hast. Du willst ja wirklich die Power am Ende auf deinem Artikel haben. Ab einer bestimmten Größe kann eine Kategorie sinnvoll sein, wenn sie dann natürlich auch entsprechend aufbereitet und gepflegt wird. Dankeschön. Wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, jetzt wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir hatten vorher die Kategorien und die Tags von unserem Blog, also Out of the Box, eben auch mit in der Suchmaschine mit drin. Und je nachdem, welche Suchanfrage gemacht worden ist, kamen eben halt mehrere Ergebnisse raus. Also eben halt über die Kategorien, über die Tags und eben halt auch über die Artikel. Und das hat dazu geführt, dass nicht der Traffic angestiegen ist oder ähnliches, sondern das hat eigentlich eher dazu geführt, meines Erachtens auch, dass eine totale Verwirrung stattgefunden hat, weil man gar nicht genau wusste, wenn man explizit nach etwas gesucht hat, was man jetzt genau anklickt. Wir haben es dann ausgeschlossen und darauf eben halt auch gemerkt, es macht auch für Google überhaupt gar keinen Unterschied, wenn der Inhalt sehr, sehr gut vorbereitet ist und die Tags eben halt, so wie du sagst, ist nicht so wichtig oder die Kategorien nicht so wichtig sind, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, sie dann auszuschließen, weil Google dann eben halt wirklich nur noch die Artikel indexiert, die dann wichtig sind, um dann entsprechend dann auch die nötigen Klicks zu generieren. Genau, weil du halt einfach zielgerichtet wirklich. Weil man zielgerichtet den Traffic dann steuert und überhaupt gar nicht diese Verwirrung aufkommt, genau. Wo klicke ich denn jetzt überhaupt hin? Da gibt es dann einen Link, da steht dann Beispiel jetzt Ratebox ist klein geschrieben, dann gibt es einen, da wird es groß geschrieben, dann nur eine halbe Überschrift, dann wieder die ganze. Und so wird das einfach verhindert und wir haben damit einfach nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, und im schlimmsten Fall zieht Google bei den Kategorien immer sehr gerne irgendwie einen Auszug aus. Genau, einen Auszug Artikeln raus und darum geht es dann vielleicht auch gar nicht. Und deswegen, also es war bei uns mehr Pain als es war gebracht hat und deswegen haben wir es geändert und es war super. Ich glaube, dann wäre aber auch die Frage dann zu überlegen, warum nutze ich überhaupt eine Kategorie? Also eine Kategorie sollte ja auch einfach eine Orientierung für die User sein. Mhm. Man kann auch Beschreibungen für Kategorien eingeben und ich würde einfach Kategorien dann auch einfach so verwenden, dass es Sinn macht. Und klar, bei 3 Beiträgen macht das vielleicht auch einfach keinen Sinn, dafür eine eigene Kategorie anzulegen. Man muss halt einfach inhaltlich daran gehen, macht das denn Sinn? Wie ist überhaupt mein Blog einfach aufgebaut und was für Themen habe ich an sich? Also so würde ich halt auch mal rangehen und nicht immer nur, so ich viele verwenden ja Tags auch einfach nur als reine Keyword. Die das einfach komplett zuspammen mit Keywords. Du denkst, das ist überhaupt gar keine Querverbindung da zu anderen Artikeln. Das meine ich halt auch mit Struktur. Eine Kategorie ist eigentlich ja immer sinnvoll, weil man Sachen damit ja gut einordnen kann. Bei kleineren Seiten würde ich halt wirklich von der Indexierung absehen, weil da einfach, wie er schon sagte, die Verwirrung entsteht. Naja doch, du brauchst bei den kleinen Seiten auch eine Kategorie. Ja klar, aber doch nicht, wenn ich ich muss ja nicht viele Kategorien aufmachen, wenn ich 5 Artikel habe. Es geht ja um die denk nicht immer nur an die Suchmaschine, sondern denk mal an die Nutzer. Ich denke nur an die Nutzer, das meine ich genau, ja. Genau, die Nutzer halt wollen ja ihre Kategorie, von daher ist eine Kategorie völlig sinnvoll. Ja, aber dann, es macht vielleicht auch erst Sinn, eine Kategorie aufzumachen, wenn du auch mehr als 3 Artikel hast für eine Kategorie, die da reinpasst. Weil sonst klickst du auf den Artikel und siehst dann vielleicht nur diesen einen Artikel, den du gerade gelesen hast. Gut, davon geht man aus, dass halt schon ja, mehr nicht drin alle sein sollte. So. Als kleine Ergänzung zu den Tags, ich habe es bei mir festgestellt, dass sehr, sehr viele, gerade schon gesagt wurde,
dass sehr viele die Tags an der Stelle auch total missverstehen, dass sie denken, dass das Suchbegriffe sind. Dass sie, sie das eingeben und dann die WordPress-Suche benutzen und feststellen, hey, mein Artikel wird ja da gar nicht dafür gefunden. Und das kann halt die Standard-WordPress-Suche einfach nicht. Mhm. Ich mag Tags auch sowieso nicht. So diese Tag-Cloud-Geschichte, die war mal irgendwie ganz nice, aber mittlerweile ist das halt auch nur noch irgendwie, du rammelst dir damit dein WordPress voll und hast nicht wirklich einen Mehrwert davon meistens. Aber mal so zurück, was viele in ihren Texten vergessen, ist so ein Inhaltsverzeichnis. Aber man hat doch in einem Buch auch ein Inhaltsverzeichnis. Man will doch, also ich bin ja auch so ein Mensch, ich lese mir dann oft nicht den ganzen Text durch, sondern gucke halt wirklich im Inhaltsverzeichnis, da ist das drin, da springe ich jetzt an den Punkt. Wenn ich dann natürlich irgendwas habe, so oh, der Text ist irgendwie ganz gut geschrieben, dann komme ich vielleicht irgendwann mal auf die Idee, den dann doch mal zu lesen, unter Umständen. Aber ein Inhaltsverzeichnis ist immer sinnvoll, um einen Überblick zu schaffen. Viele Leute setzen ihr Fazit auch nach oben. Hast du eine Hausnummer, ab wann so ein Inhaltsverzeichnis Sinn macht? Bei so einem relativ kurzen Artikel macht das aus meiner Perspektive wenig Sinn. Hast du so eine Hausnummer, dass du sagst, ab so und so viel 100 oder ab so und so viel Bildschirmseiten? Nee, ich würd gar nicht nach Bildschirmseiten gehen. Ich würde sagen, wenn du irgendwie 3 Unterüberschriften hast, die das Ganze sinnvoll aufgliedern, dann hast du natürlich auch ein sinnvolles Inhaltsverzeichnis. Und dann natürlich auch mit den Sprungmarken viel besser springen kannst einfach. Das mit dem Inhaltsverzeichnis, mit diesen Zwischenüberschriften finde ich auch relativ wichtig, dass du den Text wirklich versuchst halt zu untergliedern. Nicht zu kleinteilig, aber schon irgendwie so ein bisschen abgeschlossene Blöcke schaffen. Struktur, genau. Mike. Kurze Frage zu Inhaltsverzeichnis versus Sitemap. Gibt es da für dich Unterschiede? Einmal für den Nutzer und einmal für die Suchmaschine oder kann ich das gleichsetzen? Naja, ein Inhaltsverzeichnis soll bei dir am Anfang des Posts sein oder der Seite. Gibt es auch Plugins dafür, was mittlerweile leider nicht mehr weiterentwickelt wird, ist TOC Plus. Ja, das ist somit eigentlich das, was am besten funktioniert. Es wird halt leider nicht weitergemacht. Ja, Sitemap dann natürlich für all over die ganze Seite dann halt. Und da ist natürlich auch für die Suchmaschine einfach das sinnvoll, das zu haben. Benutzt Bilder und Videos in euren Texten, bitte. Videos sind auch schön. Videos funktionieren super. Gerade wenn man irgendwas erklärt oder so, ist so ein Video immer ganz nett. Macht halt Spaß. Ja, am besten auch das. Das ist, wenn du natürlich noch einen Untertitel hast in so einem Video, ist es natürlich noch besser, weil dann kannst du dir auch auf dem Smartphone angucken, wenn du in der Bahn sitzt. Macht halt dann auch Spaß. Bilder mit Unterschriften versehen, Bilder auch immer irgendwie so ein bisschen aufwerten. Ich will jetzt nicht zuvorgreifen, falls das gleich noch kommt, aber welche praktischen Erfahrungen hast du schon mit strukturierten Daten gemacht, also Schema.org-Types? Teilweise gute, teilweise wird es einfach komplett ignoriert. Seitens Google jetzt ignoriert? Ja. Also, okay, also das ist halt auch bisher so mein Gefühl. Ich habe das immer eingesetzt. Ich weiß, dass Google auch entsprechend unterschiedliche SERPs darstellt, also je nachdem, wie jetzt Google diese strukturierten Daten interpretiert. Die Frage wäre nur, kann ich irgendwo einsehen, ob das im Algorithmus berücksichtigt wird, also dass ich eben strukturierte Daten angewandt habe, unabhängig davon, ob es jetzt von Google irgendwie in den SERPs besonders gehighlightet dargestellt wird. Also nur weil es nicht als weil es Google nicht erkennt oder nicht darstellt als besonderes Suchmaschinenergebnis, kann ich irgendwie trotzdem feststellen, ob es positiven Einfluss auf den Algorithmus genommen hat oder nicht? Gibt es da irgendwie... Schwierig. Ich glaube, du kannst nicht so ohne weiteres messen, ob Google das jetzt mit in die Bewertung zieht. Also lesen tun sie es auf jeden Fall, ja. Nur ausspielen tun sie es halt irgendwie oft selten. Das ist irgendwie manchmal sehr, sehr eigenartig. Tust du es? Nutzt du Schema.org-Types oder? Ja und nein. Also es gibt halt Seiten, da hat man es mal versucht, hat gemerkt, dass es einfach lange nicht funktioniert hat, hat man es halt irgendwie so drin gelassen, irgendwann kommt es dann mal oder halt auch nicht. Mhm. Und andere Seiten wird es halt einfach gar nicht genutzt. Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Kann der jetzt auch kein spezielles Thema sagen, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Shops und Rezepte funktionieren also gut. Dann stürzen wir uns jetzt alle da drauf. Eine Frage dazu noch, natürlich. Weil das mir einfach so jetzt tagelang in den Kopf gekommen ist.
wenn ich eine Seite habe mit Veranstaltungen, also mit Events, kann ich auf darf ein Post nur ein Event assoziiert haben oder darf auch innerhalb eines Posts, dürfen innerhalb eines Posts auch mehrere Events drinstehen? Wenn die strukturierten Daten dazu passen im Umkehrschluss, dann kannst du auch mehrere Events auf einer Seite haben. Du hast ja manchmal zum Beispiel einfach eine Tour. Und das funktioniert auch ganz gut, das habe ich auch schon selber gesehen, okay, dass man da halt dann mehrere Tourdaten angezeigt kriegt. Das kann funktionieren. Okay. Aber es ist immer so alles ohne Garantie, ne? Ja, ja, klar. Muss man, sowas muss man halt auch selber ausprobieren. Weil in manchen Bereichen funktioniert es halt, wie gesagt, in anderen Bereichen funktioniert es halt gar nicht. Das wechselt. Und manchmal wird es auch einfach dann mal wieder abgestellt. Und letzte Woche ging es noch und diese Woche geht es nicht mehr. Okay. Kommt noch was zu EMP? Nee. AMP? Nee, okay. Lass ich, ich mit Absicht hier nicht drin. Genau. Macht mal wichtige Sachen ruhig fett im Text. Nicht zu viel. Immer nur so einzelne Phrasen, die wichtig sein könnten und sollten. Das ist so. Man übertreibt es halt auch gerne, dann hast du manchmal so den halben Text irgendwie so. Man kennt das selber noch so, ne, aus der Schule oder aus der Uni dann so. Ja, was ist denn jetzt eigentlich wichtig in dem Text? Und irgendwie ist dann die ganze Seite voll mit Textmarker. So ungefähr wirkt das dann auch. Also sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit umgehen, aber bringt auch was. Auch wieder bei Shops funktioniert es halt auch. Kleiner Einwurf von mir, Bold und Strong ist das gleiche, nehmt bitte Strong, weil das aktueller ist. Bold ist so ein bisschen, also das HTML-Tag B. So da kommt René, das wusste ich. Nee, mach ruhig. Bold und Strong ist nicht das gleiche. Strong ist eine semantische Auszeichnung und Bold ist lediglich eine strukturelle Auszeichnung. Das heißt, Strong ist semantisch ein wichtiger Begriff und Bold kann ich zum Beispiel für eine Legende benutzen oder für eine für Tabellenüberschriften. Ne? Da passt Bold besser. Also es hat doch einen Unterschied. Wenn auch marginal, aber er ist da. Ich mag Listen. Ob das Vergleichslisten sind, dass man mal so eine Übersicht hat oder generell irgendwie Listen. Listen sind immer irgendwie gut. Schöne strukturierte Daten, die man schön durcharbeiten kann. Gerade wenn man irgendwelche schweren Themen hat, sind, glaube ich, Listen irgendwie ganz gut. Und vergesst gerade bei längeren Texten mal nicht so ein Fazit. Und so ein Fazit kann unter Umständen auch nicht nur unten am Ende des Textes stehen, sondern auch gerne mal ganz oben. Das ist für die Leute, die ungern lange lesen, so wie ich, die mögen das, wenn oben ein Fazit steht oder zumindest dann im Inhaltsverzeichnis wenigstens eine Sprungmarke dazu drin ist. Das hilft immer viel. Und da halt wirklich reinpacken, was da reingehört. Ja, dass man nochmal kurz einfach aufstellt. Das ist immer wieder sehr gern gesehener Fehler bei so ziemlich allen Seiten oder bei vielen Seiten sind die Überschriften. H1 möglichst einmal verwenden. Mittlerweile mit HTML5 kann man sie mehrmals verwenden. Dann muss man aber die Blöcke dazu auch ordentlich bauen. Und okay, dann sind wir wieder bei der Barrierefreiheit. Wenn das dann nicht funktioniert, ist natürlich dann auch blöd. Ja, H1 einmal verwenden. Deswegen sage ich auch mal, sie heißt H1. Das ist ganz oben. Die H2 ist quasi so die Kapitelüberschrift. Kann man natürlich mehrfach verwenden. Nochmal abstufen in H3. H4 ist dann schon wieder sehr unspektakulär, weil es nicht oft vorkommt. Das glaube ich dann bei sehr speziellen Texten, wo es sehr weit untergliedert wird. Aber achtet darauf, dass das ordentlich gemacht ist. Und dass die H1-Überschrift auch immer wirklich die erste ist. Kann man auch mit Tools nachgucken, wenn man sich nicht sicher ist. Oder man sucht einfach mal in seinem Quelltext, wo denn die H1 steht. Im Idealfall, also meistens ist sie irgendwo fast schon der Seitentitel bei vielen Templates, die es so gibt. Oft hast du sie aber dann leider auch noch über Menü. Da ist dann irgendwie das Logo mit reingebaut und so. Das ist dann immer irgendwie ein bisschen schwierig, weil dann ist die H1 immer dieselbe. Und da hat sie auch keinen Sinn mehr. Ja, so URL-Struktur, ne? Haben wir ja gerade schon mal gesagt, so, dass das irgendwie so mit dem Aufbau ein bisschen wichtiger ist. Ich finde halt, man sollte sich immer vorher Gedanken machen über sowas. Weil so im Nachhinein ändern macht irgendwie immer Schmerzen. Weil man immer irgendwie was vergisst umzuleiten oder so Sachen halt.
die kurzen URLs haben wir eigentlich vorhin auch schon kurz angedeutet, dass ich das einfach sinnvoller finde, dass man sich das halt vielleicht auch mal kurz merken kann, so über 5 Minuten, wenn man irgendwo aus einer Session rausgeht in die nächste und sagt, hier, die URL würde ich mir noch aufrufen. Hilft manchmal. Die Gliederung ist oft schwierig, wenn man das auch gerade so immer bei Shops sieht. Das ist halt so irgendwie 3 Unterkategorien dann plötzlich und dann ist das irgendwie alles ganz tief in dieser Hierarchie, dass man da vielleicht mal guckt, dass man das alles ein bisschen hochhebt. Weil mit jeder Unterebene verlierst du halt am Ende auch so ein bisschen Power nach hinten raus. Wenn du das alles ein bisschen kompakter zusammenfasst, ist es sinnvoller. Das sind so die Erfahrungen, die man halt so macht. Ja, viele Leute haben dann irgendwann mal einen Text geschrieben, der ist 4 Jahre alt, vielleicht nicht mehr so top aktuell. Einfach mal aktualisieren, einfach mal machen. Das ist ja das, was so ganz viele, also Verlage machen das halt immer gerne falsch. Die machen dann einfach was Neues. Die haben ja aber schon einen Artikel, der vielleicht auch gut funktioniert hat und vielleicht auch irgendwo noch im Ranking zu finden ist. Ja, dann aktualisierst du mal, im Idealfall schreibst du ein Aktualisierungsdatum mit hin. Das Veröffentlichungsdatum bleibt im Normalfall bei WordPress gleich. Da hat man halt einfach einen Mehrwert, den man den Leuten bieten kann. Und die Suchmaschine bedankt sich dabei, dass es eigentlich sehr gut funktioniert. Mike, da hinten, bitte. Entschuldigung. Ganz kurze Frage zu dem Datum, was du gerade erwähnt hattest. Macht es Sinn, das Datum zu aktualisieren, wenn der Artikel aktualisiert wird? Oder sollte man es beim alten belassen? Und wie ist es überhaupt mit dem Datum? Von mir aus Indexierung, semantischer sonst irgendwas Sicht, weil bei vielen Beiträgen vermisse ich tatsächlich das Datum, um zu wissen, welchen Zeitstempel dieser Artikel hat oder die Information, die ich da lese. Also im Idealfall, das Veröffentlichungsdatum bleibt immer das gleiche, aber man packt ein Aktualisierungsdatum einfach dazu. Kann man sich entweder selbst ein bisschen coden, wenn man da Bock drauf hat, oder du packst es halt mit in den Text halt am Anfang oder ans Ende. Dass du sagst, dieser Text wurde aktualisiert am 4.5.2018. Wenn du das so machst, hast du natürlich nur den Nachteil, dass ohne Anpassung vom Loop der Artikel dann trotzdem auf Seite 432 von deiner Startseite steht, obwohl er eigentlich einen neuen Inhalt darstellt. Deswegen habe ich es früher tatsächlich, oder beziehungsweise meine Redakteure haben es früher so gemacht, dass nur damit er auf der Startseite wieder nach vorne gekommen war, das Publish Date angepasst wurde. Das ist dann halt anpasst, ja. Das war aber jetzt ein Déjà-vu. Wir haben sogar die Erfahrung gemacht, dass es richtig gut ist, wenn Artikel, also veröffentlichten Daten, Datums? Nein. Daten, vielen Dank. Also wenn veröffentlichte Daten alt bleiben, aber eben halt im Text ein Update gemacht wird, weil Google das auch checkt. Und Google wird das einfach berücksichtigen. Das heißt also, wenn ein Artikel jetzt beispielsweise, ich sag mal, 3 Monate alt ist und dann ein Update herauskommt und es wird dann eben halt im Text publiziert, dass es ein Update gegeben hat und der Text angepasst worden ist, der Artikel jetzt nun vollständiger ist als vorher oder aktualisiert aktueller ist als vorher, dann rechnet das Google durchaus positiv. Also man kann dadurch tatsächlich auch ein besseres Ranking gewinnen. Ja, weil sie halt auch einschätzen können, ob die Qualität steigt von deinem Artikel. Und wenn du natürlich was dazu packst oder neue Informationen reinbringst, steigt natürlich einfach der Wert des Artikels. Und das merkt die Suchmaschine einfach. Die ist da einfach schlau genug, zum Glück. Deswegen macht es halt auch einfach Spaß, Inhalte zu aktualisieren. Es kann manchmal auch Sinn ergeben, einfach einen Artikel, wenn man sagt, man hat im Prinzip jetzt festgestellt, dass dieser Artikel eigentlich aufgeteilt werden müsste. Dann teilt man ihn halt auf. Und dann kann man aber schön wieder einen Link reinpacken, so hier, zu diesem speziellen Thema geht es jetzt da lang. Da ist noch ein neuer Artikel, der halt das auch mal mitbringt. Ja, Metadaten ist immer so eine Sache. Wir hatten ja vorhin schon, Yoast ist da, glaube ich, ganz gut. Es gibt noch WP SEO, es gibt noch ein paar andere. Das ist halt so eine Glaubensfrage, die man dann hat. Aber nutzt die Metadaten. Es gibt ganz viele Leute, die auch das irgendwie bei Facebook teilen. Die brauchen dann halt auch diese Open Graph Daten, wo man noch ein Bild mitkommt, wo das Beitragsbild dann halt mitgeladen werden kann. Ich finde das nämlich ganz schlimm. Du machst irgendwie dein Facebook oder dein Twitter auf und dann siehst du da immer so einen Link und dann ist da irgendwie so ein grauer Kasten und da steht da eine Überschrift, da ist aber nicht mal ein Bild oder irgendwas bei. Überscrollst du halt. Wenn da halt noch ein Bild mitkommt,
hast du halt mit den Open Graph Daten wenigstens schon mal irgendwie so ein bisschen was angeteasert. Seitentitel ist immer wichtig. Da kann man ein bisschen variieren, wenn man halt sagt, so, na, ich will, dass der Artikel so heißt, aber dann kannst du halt wenigstens im Metatitel halt noch ein bisschen was anpassen, damit er halt in den Suchergebnissen ein bisschen ordentlicher angezeigt wird. Meta-Description, immer wichtig. Kann man mittlerweile sogar mit Emoji-Icons arbeiten, so Häkchen oder irgendwas. Gibt's so tolle Sachen, die da irgendwie so clicky-bunty funktionieren. Funktioniert anscheinend auch beim User oftmals. Also würde ich auch sagen, dazu mal ausprobieren. Wenn man halt gerade Descriptions ist jetzt gerade so ein Thema, weil sie jetzt alle gerade davon reden, dass hier diese Voice Search kommen soll. Ich glaube da noch nicht so richtig dran, dass das mal richtig gut wird und richtig schön wird. Aber zumindest hat man jetzt mal in der Meta-Beschreibung mehr Platz. Kann da so ein bisschen mehr Inhalt reinbringen. Mal gucken, ob es was bringt. Bilder werden unterschätzt, immer wieder. Die Leute laden ihre Bilder hoch, das heißt dann DSC-300.000 irgendwas. Da kann ja die Suchmaschine jetzt auch nichts bei rauslesen. Dem Nutzer hilft das auch nicht. Also ordentlich benennen. Grüne Blumenwiese mit Baum oder wie auch immer. Ne? Mal halt mal ein bisschen gucken. Ist halt auch gut, wenn es gibt ja manchmal Leute, die laden sich solche Bilder runter und speichern die. Die haben dann in ihrer Liste da irgendwie DSC irgendwas und finden es halt auch nicht wieder. Bildunterschriften halte ich für relativ wichtig. Ist auch wieder so eine Barrierefreiheitsgeschichte, einfach weil man damit dem Nutzer ein bisschen was abnimmt. Copyright, ja, ist so eine Frage. Wenn du natürlich deine eigenen Bilder benutzt, dann, wenn man sie irgendwo her einkauft, dann sollte man schon auf das Copyright achten. Das ist schon wichtig. Alt-Attribute werden immer wieder vergessen. Schreib da rein, was das Bild kann. Das ist am sinnvollsten. Jetzt dazu Barrierefreiheit. Zwar die Alt-Attribute sind wichtiger für die Barrierefreiheit als die Bildunterschriften. Weil ja, wenn das Screenreader das Bild nicht sehen können, dann wird der Alt-Attribut, also Alternativ-Attribut ausgegeben. Ja. Bildunterschriften sind gar nicht so notwendig für Barrierefreiheit. Deswegen heißt es ja Alternativ. Genau. Titel-Tag kann sinnvoll sein, ist bei Links aber in dem Falle wesentlich wichtiger. Also bei Bildern nicht ganz so, kann man machen, muss aber nicht so. Und was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man viel schreibt und viele Bilder benutzt, immer die Bilder wiederverwenden. Das merken die Suchmaschinen auch, weil es ist immer die gleiche URL und du musst das Bild nicht 10-mal hochladen. Das habe ich auch schon bei Kunden gesehen, die dann 50-mal das gleiche Bild haben, weil sie es immer wiederverwenden. Das ist halt dann auch nicht ganz so schön. Macht nicht ganz so viel Spaß. Interne Verlinkungen vergessen viele. Wenn du sagst, so, ja, hier, ich habe da ja auch noch irgendwie Themen, die zum Blog passen. Und warum verlinkst du sie dann nicht? Dann hau doch irgendwo einen Link in deinen Text mit rein, wo es darum geht. Finde ich persönlich immer ganz schön, weil man halt, also man springt auch dann manchmal oft hin und her. Das kann passieren. Ist aber, glaube ich, eher so bei den Leuten, die da tiefer drin stecken, die dann irgendwie so auf einmal 10 Tabs offen haben, weil sie alle internen Links dann mal so durchgucken wollen. Darf ich noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Aber klar. Bei der vorigen Slide mit den Bildern, macht es da Sinn, wirklich alles unterschiedlich zu benennen oder ist es Vorteil, Nachteil, alle Title-Tags, Bildunterschriften, Alt-Tags gleich zu beschreiben? Nee, nicht gleich, nur passend zum Bild. Also wirklich zu dem Bild. Also wirklich alles unterschiedlich, ja. Es ist einfach, komm da hinten, darfst noch mal nach hinten rennen. Wir werden hier nie fertig heute. Wenn ich ein Bild bei WordPress hochlade, dann ist das Bild ja in der Mediathek verfügbar und in der Mediathek kann ich auch Bildunterschrift und Altattribut bestimmen. Ja. Wenn du sagst, ich soll ein Bild, dasselbe Bild mehrmals aus der Mediathek verwenden, um es nicht doppelt hochzuladen, wenn das Bild aber in einem unterschiedlichen Kontext steht, dann habe ich möglicherweise auch ein anderes Keyword, was ich gerne in der Alt, in einem Altattribut drin haben wollen würde, beziehungsweise in einem Titel, dann habe ich ja einen Konflikt, wenn ich das Bild sozusagen einmal aus der Mediathek verwenden. Also, ne, also ich kann das Bild ja in der Mediathek nur einmal mit einem Alt-Titel versehen. Ja, oder habe ich da eine falsche Denkweise? Du sagst ja gerade, du willst das Bild wieder verwenden, das passt aber nicht zum Kontext. Nein, ich will das Bild, dasselbe Bild verwenden, aber in einem anderen Kontext. Ja,
dann wird also angenommen, ich habe jetzt irgendwo jetzt ein generisches Icon, ich habe einen Computer. So, ein Computer kann ich mir jetzt für verschiedenste Themen vorstellen. Ich kann einmal über Windows schreiben, ich kann einmal über Linux schreiben, ich kann aber auch einmal über die Hardware des Computers schreiben und ich kann aber in jedem Fall die Grafik des Computers mehrmals verwenden. Also ich konnte mir jetzt diese Grafik halt in mehreren Kontexten vorstellen. Dann kannst du es halt einfach wiederverwenden. Dann sehe ich es nicht so problematisch, weil es eher so ein Standardbild ist. Aber im Normalfall geht man ja davon aus, dass man sehr spezielle Bilder hat. Und ja, das heißt aber, du würdest dann auch gar nicht jetzt die Keywords Windows, Hardware, sonst was einbringen, sondern du würdest auch nur die generisch global gültigen Keywords dann auch in die... Okay. Genau. Also so, dass du halt den sozusagen als Überbegrifflichkeit das Ganze dann nutzt. Weil dann kannst du das Bild natürlich auch effektiver wiederverwenden, in dem Falle. Ja, dann lädst du ein neues Bild hoch, aber dann vielleicht lädst du dann auch ein anderes Bild hoch, weil wenn du dann 10-mal das gleiche Bild hast, wird es halt auch langweilig. Aber so schön. Was immer sehr gut ist, wenn Leute irgendwie nach so einem Text immer noch nicht so ganz so abgeholt sind und Fragen haben. Es gibt so schöne Shortcodes, packt ein Kontaktformular rein. Sollen einfach nur da reinschreiben, was ihr Problem ist und sie werden dir schreiben. Es wird funktionieren. Also wir hatten irgendwie gestern Abend schon lustige Gespräche, dass Leute versuchen, sogar ihre Telefonnummer auf der Webseite rauszunehmen, die E-Mail-Adresse und das Kontaktformular. Und die Leute versuchen sie immer noch zu erreichen. Es ist halt so. Das sind halt die Leute, die machen das halt so. scheint irgendwie gewollt zu sein. Von daher. Ich weiß nicht, was ihr so sagt. Ist jetzt der Inhalt denn wirklich der König des Internets oder... Katzenfotos, genau. Katzenfotos sind King. Schluss machen, wir sind nämlich schon am Ende der Zeit. Also so viel Zeit haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ist deine Frage eher groß oder eher klein? jetzt kommt die Antwort auf meine Frage. Ja, ihr müsst ja alle noch in die nächste Session. Ich weiß nicht, ob ihr hier sitzen bleiben wollt oder woanders noch hingehen wollt. Ja gut, dann noch eine Frage. Also ich würde dir aber sagen, es ist die Frage, was ist dein Content? Also wenn du jetzt einen Online-Shop hast und Produkte verkaufen willst, dann ist dein Produkt ja im Grunde genommen der Content. Weil wenn du eine transaktionelle Suchintention hast als User, dann erwartest du jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt wahnsinnig viel Fließtext und Prosa zu dem jeweiligen Thema, sondern deine Intention ist ja, das Produkt zu kaufen und dann ist wahrscheinlich der Content relativ gering, aber sehr spezifisch, weil dann ist ja dein Produkt sozusagen der Content und deswegen würde ich schon die These untermalen und sagen, ja, Content ist King, aber Content muss jetzt nicht unbedingt bedeuten Fließtext mit über 5000 Wörtern. Wenn man dann halt wirklich punktuell direkt da drauf geht, was man halt verkauft zum Beispiel, ist es wahrscheinlich sinnvoller, dass du da nicht irgendwie 1000 Worte drumherum hast, wo der Nutzer am Ende immer noch nicht weiß, was er machen soll. Das ist schon, aber ich denke so generell, der ganze Inhalt einer Seite ist einfach das Wichtigste. Viele Leute sagen auch, ja, der Code spielt eine große Rolle. Weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Also von daher. Möchtest du noch was Abschließendes sagen? Danke! Ja, dann danke auch dir für deinen Vortrag. Sehr gern.